In diesem dritten Teil dieser Videoserie geht es um Arbeiten an der Mechanik. Die plattgespielten verschlissenen Hammerröllchen werden entfernt, sämtliche Achsen überprüft und teilweise erneuert. Das Durchlaufen bzw. Tragendmachen der Hammerstiele wird mit Hilfe von selbst erstellten Teilungsvorlagen mit Fusion 360 justiert und dann neue Röllchen eingeleimt. Anschließend wird die optimale Anschlagslinie ermittelt, Probehämmer eingeleimt und dann der gesamte neue Hammerkopfsatz zum Einleimen vorbereitet. Dazu werden die Hammerköpfe zunächst mit den zuvor ermittelten Winkeln der Seitenschräge gebohrt, dann die Hammerschwänze mit Hilfe einer Fräsvorrichtung angespitzt und abgerundet. Anschließend werden die neu eingeleimten Hammerköpfe genau auf Chor gerichtet. Ich beginne mit dem Abschleifen von Holz- und Leimresten der zuvor entfernten alten Hammerröllchen. Dazu werden die Hammerstiele in meine Spannvorrichtung eingespannt und mit einem Druckluftschleifer geschliffen. Man sieht hier einige verrußte Hammerstiele vom unsachgemäßen Brennen mit einer zu heißen Flamme. Diesen Druckluftschleifer nehme ich sehr gern für diese Arbeiten, weil man sehr feinfühlig und gleichmäßig Material abnehmen kann. Auch zum Beischleifen neuer Waagebalkengarnierungen hat sich dieses Schleifgerät bewährt. Wichtig ist nur die Wahl der richtigen Körnung, damit die Scheibe nicht so aggressiv ist. Nach dem Entstauben werden dann im weiteren Verlauf sämtliche Achsen überprüft und gegebenenfalls erneuert. In vielen Fällen ist die Garnierung vollkommen intakt und es reicht, eine stärkere Achse einzudrücken. Diese sollte aber in beiden Garnierungen etwa gleich stramm sitzen. Ist es auf einer Seite fester als auf der anderen, kann die Garnierung mit einer Reibahle etwas ausgerieben werden. Sehr wichtig ist es, die Stiele im Bereich der Achsen genau zu untersuchen. Manchmal sind ganz feine, kaum sichtbare Risse zu sehen. Wenn zu dicke Achsen eingepresst werden, reißt dann das Holz vom Stiel. Nach dem Durchsehen aller Achsen wird das sogenannte Tragendmachen der Hammerstiele eingestellt. Mit einem CAD-Programm Fusion 360 drucke ich mir Teilungsvorlagen aus. Die Abstände der Mechanikglieder sind je nach Instrument und auch innerhalb einer Mechanik sektionsweise unterschiedlich groß. Im Maßstab 1:1 ausgedruckt können diese Zeichnungen als Vorlage auf den Millimeter genau verwendet werden. Das ist sehr praktisch beim Wiedereinschrauben der Hammerstiele, sodass diese dann in etwa gleich an der richtigen Position stehen und nur noch geringfügige Änderungen beim Richten auf Chor notwendig sind. Außerdem erleichtert es sehr das Tragendmachen, weil Schieber sehr leicht ausfindig gemacht und korrigiert werden können. Die Hammerstiele werden zunächst mit dem Akkuschrauber nur leicht angeschraubt, sodass diese noch einfach auf die Teilungszeichnung ausgerichtet werden können. Erst nach dem Tragendmachen und dem abschließenden Richten genau auf Chor im Instrument werden die Kapselschrauben ganz fest angezogen. Die Hammerstiele sollen genau senkrecht nach oben steigen und nicht zur Seite schieben. Das würde langfristig die Achsen einseitig belasten und diese wesentlich schneller verschleißen. Mit sogenanntem Schieberpapier wird das ausgeglichen. Diese Papierstreifen werden an die Unterseite der Kapsel geklebt. Je nachdem, wie stark der Hammerstiel zur Seite schiebt, wählt man einen Papierstreifen der passenden Stärke aus. Die Streifen werden einseitig befeuchtet und kleben dann ausreichend fest an der Kapsel. Durch die ausgedruckten Teilungsvorlagen hat man einen ausgezeichneten Kontrast und Schieber sind sofort zu erkennen. Die Teilungszeichnungen werden zwischen die Hammerstiele und einem flachen Brettchen positioniert. Das Brettchen wird mit starken Neodym-Magneten links und rechts fixiert. Hier erkennt man einen starken Schieber ganz rechts. Die Kapsel wird abgeschraubt und Schieberpapier unterlegt. Das ist ein absolut notwendiger Arbeitsschritt, der leider oft nicht genau genug oder gar nicht gemacht wird. Damit steigt der Hammer nun wieder ganz gerade nach oben und die Achsgarnierung wird wesentlich länger halten. Im weiteren Verlauf der Überholung der Mechanik werden neue Hammerröllchen der passenden Größe eingepasst und mit Kaltleim eingeleimt. Diese Röllchen sollen genau in einer Linie verlaufen, was von Zeit zu Zeit mit einem Lineal kontrolliert wird. Die Hammerröllchen sind genau wie die Hammerköpfe auch ein Verschleißteil, welches von Zeit zu Zeit je nach Beanspruchung erneuert werden sollte. Bevor nun die Hammerköpfe eingeleimt werden, muss die optimale Anschlagslinie neu ermittelt werden. Der Flügel war ja alles andere als im Originalzustand. In einem solchen Fall wäre es viel einfacher, weil man die Probehämmer links und rechts genau auf die originalen Hammerköpfe ausrichten könnte. Das war hier in keinster Weise gegeben, da die Hammerköpfe schon einmal nicht fachgerecht erneuert wurden. Um nun den Anschlagspunkt auf den Millimeter genau einrichten zu können, fixiere ich kurze Skalen aus Metall mit kleinen Magneten an der Unterseite des Seitenbezuges. Es handelt sich hier um Reste der Skalen für die Anschlagbretter vom Bau einer multifunktionalen Werkbank. Die Skalen werden auf beiden Seiten eines Abschnittes angebracht und so ausgerichtet, dass die Skala genau an der Silie beginnt. Der Anschlagspunkt wird mit Hilfe meiner Mensurierungssoftware in Abhängigkeit der klingenden Seitenlänge genau berechnet. Mit Hilfe kleiner Spiegel kann man die Probehämmer genau ausrichten, dazu werden diese ohne Leim auf den Hammerstiel gesteckt, sodass diese einen recht strammen Sitz haben. Der Anschlagspunkt ist der Abstand von der Silie bzw. Agraffe zur Stelle auf der Seite, wo der Hammerkopfscheitel die Seite treffen soll.
Die Probehämmer werden mit einer Linie versehen, die genau durch den Hammerscheitel verläuft. So kann man dann sehr leicht und genau die Position ermitteln, sodass der Hammerkopf genau an der richtigen Stelle die Saite trifft. Mit einem Laser wird dann die Anschlagslinie für den Bass und die Mittellage vorgegeben und dann die Probehämmer entsprechend dieser Linie eingeleimt. Bevor die Hammerköpfe gebohrt werden, wird die genaue Bohrposition angerissen. Hier verwende ich von der Firma Abel gefertigte Hammerköpfe für Yamaha-Flügel, die einen Mahagonikern haben. Ich bestelle immer grundsätzlich ungebohrte Hammerköpfe und bohre diese selbst. Wenn ich originale Steinway-Hammerköpfe bestelle, werden diese natürlich schon fertig gebohrt geliefert. Die Hammerköpfe müssen vor dem Einleimen noch angespitzt und abgerundet werden. Dazu habe ich eine weitere Fräsvorrichtung entwickelt, die ich in Kombination mit der Tischfräse in meiner multifunktionalen Werkbank verwende. Die Hammerköpfe werden gewogen und dann die Vorrichtung entsprechend eingestellt. Mit einem Bündigfräser mit unterem Anlaufkugellager werden die mit Kniehebelspannern fixierten Hammerköpfe bearbeitet. Zunächst werden die Hammerschwänze auf beiden Seiten angespitzt. Mit diesem Materialabtrag kann man in gewissen Grenzen das Hammerkopfgewicht anpassen. Das Hammerkopfgewicht hat einen sehr großen Einfluss auf das statische Spielgewicht und das Aufgewicht und somit auf die Spielart. Werden zu schwere Hammerköpfe eingeleimt und dies dann mit viel Blei in den Tasten wieder ausgeglichen, verschlechtert sich die Spielart und die Mechanik wird zu träge. Nach dem Abrunden wird das Hammerkopfgewicht erneut kontrolliert. Nach und nach werden alle Hammerköpfe mit der Fräsvorrichtung bearbeitet. Dies geht sehr schnell und gleichmäßig. Für einen 1A-Fang werden die Hammerschwänze noch mit einer Spezialfeile aufgeraut. Um die Achsen zu schonen, macht man dies ebenfalls vor dem Einleimen. Die Hammerköpfe sollen auch nach nicht zu festem Anschlag sicher von den Fängern hinten an der Taste gehalten werden. Nach dem Einleimen der Hammerköpfe müssen diese noch genau auf Chor gerichtet werden. Das heißt, dass der Hammerkopf genau die Mitte eines Chores trifft, in der Mittellage und im Diskant, also genau auf die Mitte der drei Saiten. Um mir diesen Arbeitsschritt zu erleichtern, hebe ich alle Hammerköpfe einer Partie mit einem Lineal, einem Stahlstift und einem sehr starken Magneten an, sodass alle Hammerköpfe direkt vor den Saiten stehen. Dann beginne ich mit den Regulierungsarbeiten an der Mechanik. Die Steigung wird mit Hilfe meiner Regulierungsvorrichtung genau auf 47 mm eingestellt. Damit ist der Abstand der Hammerköpfe in Ruhelage zur Saitenebene gemeint. Weil die Mechanik sehr dereguliert ist, wird es notwendig sein, mehrmals alles einzustellen, immer mit wachsender Genauigkeit. Es macht wenig Sinn, schon zu Beginn sehr genau zu arbeiten, da sich durch andere nachfolgende Regulierungsschritte alles wieder etwas verstellt. Nach dem Einstellen der Steighöhe mithilfe der Tastenpilote wird die Auslösung grob eingestellt. Dazu müssen natürlich die Abnickschrauben schon einigermaßen eingestellt sein. Nach und nach wird die Regulierung ausgearbeitet. Die Stoßzunge im Hebeglied wurde ganz zu Beginn nach Augenmaß gestellt, sodass diese einen Hauch unter dem Repetierschenkel steht. Im Zuge einer immer genaueren Ausarbeitung wird die Stoßzunge nun noch genauer gestellt. Die Stoßzunge soll nach dem Auslösen wieder vollständig unter das Röllchen gleiten, ohne von diesem behindert zu werden. Dazu müssen die Repetierfedern ausreichend stark eingestellt sein, um das Hammerkopfgewicht halten zu können. Sind die Federn zu schwach, kann man dies unmöglich einstellen und man muss dann zuerst die Federspannung erhöhen. Die Höhe der Stoßzunge wird mit einer kleinen Stellschraube im Hebeglied justiert. Hier sieht man jetzt sehr schön, dass die Schraube dann richtig eingestellt ist, wenn die Stoßzunge gerade so ohne Behinderung des Röllchens wieder zurückgleiten kann. Im Folgenden werden noch die Abnickschrauben grob eingestellt, bevor mit einer feineren Ausarbeitung der Regulierung fortgefahren wird. Das kann man zügig einstellen, indem man eine Leiste mit Gewichten auf die Tasten legt. Sämtliche Hammerköpfe werden bis zum Auslösepunkt gebracht und die Abnickschrauben können dann so eingestellt werden, dass sich eine gerade Hammerlinie ergibt. Und hier nun die fertig regulierte Mechanik mit neu eingeleimten Hammerköpfen. Weiter geht es mit der Überholung der Dämpfung. Die Dämpferfilze werden erneuert, die Dämpferköpfe und Dämpferdrähte poliert. Um diese Arbeitsschritte wesentlich schneller durchführen zu können, habe ich eine Vorrichtung gebaut, um die Flügeldämpfer sauber einspannen und bearbeiten zu können. Das Ergebnis ist dann mindestens genauso akkurat, wie wenn ohne diese Vorrichtung gearbeitet wird.
Hier werden die Dämpfer nun in die Lade eingelegt, sodass die Vorderkanten genau bündig ausgerichtet sind. Die Vorrichtung habe ich flexibel gestaltet, sodass sich alle gängigen Flügeldämpfer einspannen lassen. Mit einem sehr flach gewinkelten Keil werden die Dämpfer dann aneinander gepresst. Dieser wird zwischen einer Teilungszulage und einem verschiebbaren Anschlag eingeschlagen. Vor dem Fixieren werden nochmals die Vorderkanten mit einem Lineal genau bündig ausgerichtet. Der Keil wird dann vorsichtig bis ganz nach unten eingeschlagen. So weit, bis er etwas tiefer als die Filzaufleimfläche vom Dämpferkopf ist. Das ist wichtig, damit er bei der weiteren Bearbeitung nicht im Weg ist. Zunächst werden die alten Dämpferfilze mit einer oszillierenden Säge, hier dem Multimaster, vorsichtig grob abgetragen. Hier ist viel Feingefühl erforderlich, damit das Holz der Dämpferköpfe nicht beschädigt wird. Man sollte nicht versuchen, möglichst viel vom alten Filz mit der Säge abzunehmen. Die verbleibenden Reste können in einem folgenden Arbeitsschritt restlos abgeschliffen werden, ohne dass die Gefahr besteht, das Holz zu beschädigen oder krumm zu schleifen. Es macht viel Spaß, mit der Vorrichtung zu arbeiten, weil es tatsächlich sehr viel schneller geht. Vorher musste ich jeden einzelnen Dämpfer in den Schraubstock einspannen, mit einem scharfen Stechbeitel den alten Filz abschneiden und dann mit einer Feile das Holz plansäubern. Die alten Filze sind grob abgetragen und werden nun vollständig entfernt. Mit einem kleinen handlichen Druckluftschleifer werden die Filzauflageflächen sauber geschliffen. Immer mit dem besonderen Augenmerk, die äußeren Dämpferköpfe nicht zu verrunden. Wenn man die richtige, nicht zu grobe Körnung verwendet, funktioniert das wunderbar. Die Aufleimflächen werden absolut plan und gleichmäßig. Zugegeben sieht diese Vorrichtung recht kompliziert aus, lässt sich aber sehr einfach verwenden. Die Dämpfer werden abschnittsweise von beiden Seiten mit einer Zulage zusammengepresst. Dabei können sie nicht hochgedrückt werden, weil sie durch die untere Gewindestange gehalten werden. Die Vorrichtung wird gedreht, um die Dämpferfilze auf der anderen Seite entfernen zu können. Mit Zwingen wird die Vorrichtung hier auf meinem umgebauten, optimierten Mastercut 2000 festgespannt. Die inneren Kanten der Auflageschienen sind leicht abgerundet, um die hochglanzpolierten Oberflächen der Dämpferköpfe nicht zu beschädigen. Die alten Filze sind nun sauber entfernt und die neuen können aufgeleimt werden. Zuvor werden aber noch die hochglanzpolierten Dämpferköpfe nachpoliert. Dazu spanne ich diese abschnittsweise in eine zweite Vorrichtung ein. Mit der Rotex und einer ganz feinen Hochglanzpolitur werden dann die Köpfe poliert und abschließend die neuen Dämpferfilze aufgeleimt. Bevor die Unterdämpfung wieder in den Flügel eingebaut wird, werden lose Bleie nachgedrückt. Sehr ärgerlich, wenn man dies nicht genau genug prüft und sich nach dem Setzen und Ausarbeitung der Dämpfung Klappergeräusche ergeben. Die neue Dämpferrechengarnierung wird passend gemacht, sodass die nachpolierten Dämpferdrähte ohne zu viel Spiel, aber auch ohne Widerstand hindurchgleiten können. Dazu wird der Filz etwas gebügelt und die Garnierung bekommt etwas mehr Luft. Die Saiten werden genau auf Saitenebene gerichtet. Dieser Arbeitsschritt ist sehr wichtig, damit die Hammerköpfe alle Saiten gleich stark anschlagen und die Flachdämpfer im Diskant gut funktionieren. Ein kleiner Messingblock mit eingebauter Wasserwaage wird auf einen Saitenchor gestellt und dann die drei Saiten angezupft und gegebenenfalls gerichtet. Dann kann mit dem Setzen der Dämpfung begonnen werden. Dazu werden zunächst Probedämpfer eingebaut, gezappelt und der Halbgang gerichtet. Dazu ist es immer notwendig, dass die Mechanik, insbesondere die Klaviatur, schon fertig reguliert ist, weil der Halbgang vom verwendeten Druckstreifen, wo die Tasten hinten aufliegen, abhängt. Auch die Bassseiten eines Chores müssen genau auf gleicher Ebene liegen. Mit einem selbstgemachten dünnen Hakenwerkzeug hebe ich die Hammerköpfe bis an die Saiten an. Ich prüfe dann, ob beide Saiten gleich stark berührt werden, indem ich die Saiten anzwicke. Falls es ungleichmäßig ist, muss die Ebene gerichtet werden. Dazu werden die Saiten ganz vorne an der Graffe mit einem Ringeheber vorsichtig etwas angehoben, da wo es notwendig ist. Kontrolliert wird dies wieder mit dem Messingblöckchen mit Wasserwaage. Und hier nun abschließend noch einige Bilder vom fertig überarbeiteten Instrument. Arbeitsschritte, die in diesem Video nicht zu sehen waren, wie zum Beispiel das Nachbleien der Tasten, werde ich in kommenden Videos sicher noch genau zeigen. Eine Klangprobe wird entweder als separates Video noch nachgereicht oder aber als MP3-Datei in der Infobox verlinkt. Wenn das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Like und ein Abo freuen.